Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu Game of Dwarves. Ja, erstmal Entschuldigung für den Anfang der letzten Aufnahmesession, wo wir auf der World Map gestartet hatten und irgendwie die Aufnahme ein bisschen viel verhunzt war. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was da damals schief gegangen ist. Deswegen, ich denke einfach mal, dass DxTory am Anfang nicht richtig capturen konnte, sondern erst als es recaptured hat im Spiel, dass es dann richtig gelaufen ist. Habe ich so das Gefühl. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Aufnahme gestartet, wieder beendet und nochmal gestartet, in der Hoffnung, dass das was bringt. So, bevor wir jetzt wieder in die Magierbasis zurückgehen, können wir uns nochmal kurz die Oberwelt ansehen. Hier sind nämlich unsere Zwerge ja schon mal ein bisschen vorgerückt. Jedenfalls ein paar Schützentruppen. Aber sonst auch nicht sehr viel mehr. Hier stehen noch Wölfe und Goblins rum. Hier untote Orkskelette. Also das erkennt man an den Helmchen und den Speeren. Wobei Speere irgendwie unüblich für Orks sind. Da sieht der Ork auch mal in der Axt wohl bedrohlicher aus. Und der Goblin-Schamane mit seinen Bongos. Nee, nicht Bongos, rasseln. Ja gut. Wir gehen jetzt weiter in die Magierbasis rein und setzen da fort. Und ich gewöhne mir diesmal an, beim Übergang zu schweigen. Also dann hören wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, das hat dieses Mal geklappt. Ja, stimmt, da waren die Goblins. Also ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt dieses Mal da bin. Oh, die haben einen Forschungstisch. Sofort einsacken. So. Können wir damit auch gleich was erforschen? Könnten wir theoretisch. Will ich das auch schon erforschen? Ja, weil ich will auf die Rüstungen hinaus. Genau. So. Die Goblins könnten theoretisch... Ach so, da ist doch eine Wand im Weg, wo wir uns nicht durchbuddeln können. Wir haben uns ja hier durchgebuddelt. Da könnten sich die Goblins theoretisch raus teleportieren. Oh, hier sind ja noch ein paar. Oh, hier ist Turmalin hinter. Das habe ich ganz übersehen vorher in der letzten Aufnahmesession. Gold haben wir zu Genüge. Kümmern wir uns mal um die Goblins. Holzleiter. So. Oh, unser Bauarbeiter. Ach nee, wir sind ja ziemlich hier am Eingang noch. Und was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre. Hier. Titan. Damit wir die beiden hier upgraden könnten. Wobei, einen könnten wir zum Berserker machen, den anderen zum Schildträger. Und sie schießen beide auf meinen Verkämpfer, der sich irgendwo in Position bringen will. So, genau, sehr schön. Also ja, ich mache mal meinen Stärkeren schon mal zum Schildträger. Also mein Level 13 Kriegerzwerg. Weil die sind dann recht cool. Und ob ich den anderen zum Berserker machen will... Könnte ich eigentlich bei der Nahrung, die ich hier noch so finde und die ich abbaue. Also ja, hier ist noch mehr Turmalin, aber hier wäre auch Titan, das ich abbauen könnte. Hier ist ein bisschen Marmor, den ich abbauen kann. Hier wäre Gold und Turmalin, das gebe ich auch meinen Auftrag, weil Turmalin zu haben ist nicht schlecht. Eisen zu haben ist auch immer eine gute Idee. Nebenbei Eisen. Hier war ja irgendwo... Wo ist der Goblin Hort hier? Hier war ja Eisen. Also ja, ich könnte mir theoretisch noch einen vierten Buddelzwerg holen. Dann würde das noch viel schneller gehen. Aber erstmal muss ich mir überhaupt eine Übersicht verschaffen. Gehen wir mal ein paar Stockwerke höher. Oder tiefer, weil höher gibt es nichts mehr.
Also theoretisch könnte ich hier ein bisschen aushöhlen. Oder wenigstens in einen der nächsten Räume reingraben. Weil ich wollte ja von hier aus irgendwie ein Sprungbrett machen, von wo aus meine Bergarbeiterzwerge es näher haben zum Schlaf- und Essplatz und von wo aus auch meine Soldaten es näher haben zu Kampfeinsätzen. Und ja, ich werde wahrscheinlich den einen wirklich zum Berserker machen, weil ich finde gerade kein... Oh, hier, wenn ich hier reinbuddel, dann komme ich wieder in einen neuen Raum. Hier drüben ist nur das Loch hier und hier wollten wir ja nicht mehr weiter buddeln. Nur hier Ressourcen ein bisschen ausheben. Was bringen die, wenn ich sie verkaufe? Eisen, okay. Gut. Oh, hier oben ist noch ein Raum. Überhalb. Und zwar hier oben sind noch mehrere Räume, sehe ich gerade. Oh. Nee, die ignoriere ich. Hier kann nichts Besonderes drin sein. Höchstens noch mehr Gnome. Wir wollen weiter nach unten. Erstmal irgendwo einen Platz finden, wo ich Titan ausbuddeln kann. So, das Eisen da nehme ich noch mit. Das Turmalin, wenn ich das ausgrabe, graben wir fast in den neuen Raum hier rein, in den ich jetzt auch rein möchte als nächstes. Und von da aus, ich glaube, den Raum werde ich dann ein bisschen ausbauen. Der sieht nämlich auch schön groß aus. Und daraus dann meine vorgelagerte Basis machen, von wo aus wir weiter graben und arbeiten können. So, das war das Turmalin hier. Hier ist leider kein Titan mehr. Ich könnte theoretisch mit dem ganzen Gold, das ich habe, mir einmal Titan kaufen. Das könnte ich wirklich machen, weil Titan, Gold habe ich hier ja zu Genüge. Ressourcentechnisch. Also ich könnte hier den Stein abbauen, hier das Gold abbauen und das Turmalin abbauen. Also so machen. So. Sag bloß, da unten ist noch mehr. Okay, ich kaufe mir wirklich jetzt mal das Titan. Gebe ihm hier neue Buddelaufträge und guck mal, ob da drunter auch noch was verborgen ist. Weil hier unter dem Turmalin ist auch noch... Hier unter dem Turmalin ist noch mehr Turmalin. Und ja, ich kann ein bisschen Gold wieder reinholen, indem ich ein bisschen Holz verkaufe. So. Was? Wie? Wo? Ach du grüne Neune. Das war nicht so gut. Hier drunter ist ein Raum, in den ich mich gerade reingebuddelt habe. Gefängniskäfig. Das ist, darin ist ein Zwerg gefangen. Goldtöpfe. Eine massive breite Tür. Okay, ich habe noch einen Ork-Raum entdeckt, dadurch, dass ich hier mich gierig ans Gold gemacht habe. Und einen Goblin-Raum, in dem ich mich hier gierig ans Gold gemacht habe. So hungry. Okay, alle Bergarbeiter, Zwerge, bitte mal. Oh je.
Das nimmt jetzt kein gutes Ende, oder? So, dich mache ich auch schon mal zu dem Schildzwerg. Dass wir uns um die Orks auch noch kümmern können. Mein König ist mutig, oder mein Prinz? Aber die Orks können uns fast nichts mehr. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier wieder raus? Mit Leitern. So. Noch mehr Turmalin und noch mehr Gold. Und ein Forschungspunkt. Sehr viel Holz. Bisschen Eisen. Und hier wäre wahrscheinlich noch mehr Gold, ja. Okay, die Ausgrabungen sind jetzt bitte alle mal beendet, die wir hier noch so hatten. Oh. Die kommen nicht darüber, weil wir da eine Brücke bräuchten. So. Okay. Den da noch bitte weg. Weil wir sind wieder auf Maximum an Gold. Das Forschen geht jetzt schön schnell, was ich gut finde. Dadurch, dass wir die teuren Tische haben und ziemlich gute Forschungszwerge und den Forschungsbonus von unserem Prinzen. Nahrung ist okay, Ressourcen sind alle allgemein im okay sein. Den Zwerg befreien. Hä? Das war falsch. Hier hoch. Das war auch wieder falsch. So. Und jetzt bitte diesen Zwerg hier befreien. Da ist jetzt das ganze Militär unterwegs, um den Zwerg zu befreien. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Zwerg da eingesperrt ist. Übrigens, die Tore sind lustig. Die können wir einfach verkaufen. So. Achso, sie hauen das Ding ein. Und da war ein Stufe 1 Bergwerkzwerg drin. Okay. Ja gut, die Ressourcen, die lassen wir mal alle, wo sie sind. Wir planen jetzt endlich den Weg weiter. Das war nämlich einfach hier drüben. Reinbuddeln, bitte. So, und währenddessen bereiten wir hier oben, wo wir Platz haben, schon mal die Betten und den Tisch vor. Also ja, Betten können wir uns ruhig die teuren Betten leisten. 3 Stück. Und tischmäßig brauchen wir eigentlich keinen großen Tisch. Ein Turmalintisch, ein kleiner Tisch. Ein Festtagsbrei. Aber etwas, was ordentlich happy macht, hätte ich gerne. Also ja, nehmen wir wirklich den Turmalintisch. Der ist nämlich auch am Gold am billigsten. Wir haben wieder einen Ork-Hort mit einem gefangenen Zwerg gefunden. Müllhaufen. Was bringt Müllhaufen? Eisen. Okay. Das bringt Essen.